schraube gerne an alten Maschinen, Autos, Treckern, was auch immer rum, Moped. Und da lernt man eben viel drüber. Man kann sich hier auch mal einen Teil drehen, da haben die eigentlich kein Problem mit. Deswegen finde ich, ist das für mich ein guter Beruf. Hallo, moin, ich bin Christian, bin Ausbildungsmeister und wir bei Heckmann suchen wieder Azubis für den Feinwerkmechaniker bei uns in Pferden. Ja, moin, ich bin Emil Röhrs und ich mache hier eine Ausbildung zum Feinwerkmechaniker, Fachmann Maschinenbau. Also das ist hier eigentlich ein guter Laden, weil du alles machen kannst. Ja, also wirklich schweißen, drehen, fräsen, Montage, Werkstattarbeit, alles. Generell dieses ganze Metallberufsfeld, eigentlich so fast alles, was es zu bieten hat. Wir machen mit den Auszubildenden mal Stahlbau, die kommen mal in den Blechbau, die kommen in den Maschinenbau, die machen Wartung, Instandhaltung beim Kunden, dass wir da wirklich den Punkt treffen, den der Auszubildende lernen möchte. Im Ende bilden wir den Arounder aus. Feinwerkmechaniker heißt das Ganze. Also ich glaube, das ist ein guter und zukunftsfähiger Beruf, gerade weil wir auch Handwerkermangel haben und weil eigentlich immer Monteure und Maschinen in Deutschland gebraucht werden. Hier bieten wir eine sehr abwechslungsreiche und technisch spannende Ausbildung. Ein gutes Gehalt während der Ausbildung und gute Weiterbildungsmöglichkeiten, zum Beispiel zum Techniker oder zum Studium. Was du mitbringen solltest, ist auf jeden Fall handwerkliches Geschick, die körperliche Fitness, das Interesse daran, wirklich an Sachen zu schrauben und zu basteln. Ja, also mitbringen müsste man auf jeden Fall Bock auf die Arbeit. Man müsste schon Lust haben, sich irgendwie dreckig zu machen oder so, oder kein Problem damit haben. Und wenn die Ausbildung für dich interessant klingt, dann klick jetzt. Und wenn die Ausbildung für dich interessant klingt, dann bewirb dich jetzt. Jetzt klicken oder hochswipen. Wir freuen uns auf dich. Test 1, 2, 3. Keine Lust. Ich habe gefragt, muss ich das machen? Und mir wurde gesagt, ja. Wir bieten dir eine sehr technisch spannende und interessierte Ausbildung. Da ist nichts drin. Das ist der Bauch, der ist so.